Hallo ihr Lieben, willkommen wieder auf unserer kleinen Alpenfarm mit dem Kevin, dem Elias, den Alois und dem Michel und meiner Wenigkeit Hallo. den Sepp. Grüßt Hallo, euch. hallo. Hallo. Moin. So. Und jetzt mal zu euch zwei hier. Was war das für eine Aktion? Ich habe keine Aktion, wir wollten gucken, wie es hier oben gebaut war. Nee, nicht diese Aktion. Michael, möchtest du auch mal? Ich sag mal, da oben Hotel. Was ist mit Hotel? Vom Alois das Auto klauen. Auto klauen? Wurde denn Auto geklaut? Ja. Stellen Sie sich ja noch dumm an. Ihr Elias. wisst Tut mir dann leid. natürlich, ihr wisst dann natürlich nichts von. Er Aber sagt, wurde das Auto geklaut? Tut mir leid. jetzt. Ja, selber verraten oder? Aber jetzt eine Frage: Wieso steht dein Auto hier? Weil das 100 Meter weiter abgestellt wurde und Ich glaube, einer ihr wollt von uns euch verarschen. beiden hat Ich es glaube, ihr wollt uns weggefahren. verarschen. Alles, wo es ist. Pass mal auf, mein Freund, du Schneider, ne? Wenn du nicht gleich das tapfere Schneiderchen zu Hause spielen willst, dann solltest du jetzt lieb sein. Ne? So, und Ich Kevin, bin immer lieb. du, mein Freund, höre ich deine Harpe nochmal nachts irgendwo knattern und du bist nicht auf dem Hof, dann gibt's Hausarrest, aber richtig, Wir ein waren lebenslang. Ihr LS-Spielen denkt bei dran, euch irgendwann ist auf es dem mehr zu Hof. Ende. Ja, aber warum seid ihr denn hier, wenn ihr LS gespielt Ja, habt? wir haben Wollten gucken, wie LS das hier oben gespielt. angefangen hat Ja, zu bauen. nein, nicht wollten gucken. Das ist schon der erste Fehler. Nicht Nein, wollen. wir sagen es jetzt euch. Wie es vom Anfang an bis zum Ende war. Ich hab ihnen die Schaufel und das Zeug gebracht. Und dann Ja. habe ich Kevin getroffen. Dann hat er gesagt, dass ich ihm helfen kann, die Felder fertig zu machen. Dann sind wir reingegangen ins Haus, wo wir fertig waren. Und haben LS gespielt und haben irgend so ein Projekt geschaut auf YouTube. Und danach hatten wir die Idee, dass wir hier die neue Baustelle begutachten. Also Punkt 1, es ist ja ein bisschen spät für euch hier mal mitten in der Nacht eine Baustelle zu begutachten, oder? Nee. Warum? Die wollten bestimmt was Grünes rauchen. Ja, das ist Punkt 2. Und Punkt 2, Kevin, hör auf, mich zu belügen, auch wenn du nichts sagst. Ich merke das. Denk dran, ich bin immer noch dein Vater. Also raus mit der Sprache, und zwar sofort. Wir haben gerade alles euch Elias, bist du gesagt. der Kevin? Ne? Dann Klappe. Wie gesagt, wir haben heute ein wunderschönes RP-Projekt geguckt und dann sind wir hier hochgefahren. Ja. Wir warten nämlich A, irgendwelche Pass mal Autolichter. auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr beide setzt euch in die Arpe. Du bringst einen Elias nach Hause. Muss aber zu auf den Hof. Und das ist mir egal, wo du hin musst. Dann holst du die Karre morgen ab. Du bringst ihn nach Hause. Und dann fährst du nach Hause. Und ich gehe gucken, ob die Felder fertig sind, mein Freund. Und Oder wehe, die Mara. sind nicht fertig, dann hast du Stubenarrest. Also Abmarsch mit euch. Tschüss. Ey, ich glaub's ja wohl nicht. Was wird das hier, wenn das fertig wird? Ja, keine Ahnung. Wir waren ja auch nicht anders da, aber das müssen die ja nicht wissen. Ich sag's ja, Plagen. Nix. Plagen. Also, Zu große nix. Kinder, große Zu Sorgen, nix kleine zu Kinder, kleine gebrauchen. Sorgen. Und jetzt lass sie Kein, erstmal keine fahren. Kinder, keine Sorgen. Deswegen hab ich keine. So. Ja, Michael. Ha. Super. Wir haben nur so einen kleinen lästigen Praktikanten. Ja, dein Ding könnte aber loswerden, ne? So, jetzt ist Sepp, jetzt fährt Sepp. Ich bin an Jo. deinen Weg gefahren. Machen So. wir gleich. Alois, dann mal gute Nacht, bis morgen. Jo. Hallo, es macht gut. Jo, danke schön. Ciao, bis morgen oder bis Ja, irgendwann. War schön danke mit fürs Hochbringen. Tschüss. dir zu zocken. Ja.
Bis morgen. Gute Nacht. Ciao. Kinder, Kinder, Kinder. So, rein theoretisch müsste das Feld 3 abgeerntet sein und dort Stroh liegen. Hier sind die Ballen weg. Okay, das hat er gemacht. Sehr schön. Dann fahren wir mal auf der Wiese gucken. Mal gucken, was er da gemacht hat. Unfassbar. Ah, okay. Strohschwart, alles klar. Supi. So, dann fahren wir jetzt nochmal zur Wiese. Gibt's ja nicht. Kevin, bist du noch wach? Okay, Wiese ist sauber. Und ja, fällt, weiß ich. Ich fällt nur noch Stroh, ja? Ja. Okay, sieht gut aus. Das heißt, wir haben 2 Felder noch zu dreschen, richtig? Ja, genau, die 4 und die 21 dreschen. Aber da weiß ich nicht, ob unser Nachbar noch mal Lust hat. Ich mache die 4 mache ich selber. Ja. Und bei der 21, die machen wir dann zum Schluss. Ich möchte mal eben gucken, was haben wir denn auf der 4 drauf? Ich weiß es gar nicht. 4 Weizen und 21 Soja. Okay, dann machen wir erst die 4, weil dann haben wir das runter. Dann haben wir nämlich genug Stroh auf jeden Fall da. Dann passt das. So. Ja, dann müssen wir mal schauen. Okay. Willst du dann die 21 auch noch dreschen oder soll ich da einen Nachbar fragen? Da können wir einen Nachbarn fragen, aber jetzt kannst du erstmal pennen. Ja, ja, klar. Guck mal, es ist fast 3:30. Halb 4. Oh, 3:30. Der Drescher steht noch hier oben vom Dings vom Landhandel. Möchtest du danach der 4 auch dreschen? User in your channel timed out. Was? Nee, pressen. Wenn du die 4, wenn du 4 gedroschen hast, würde ich runterfahren auf die 21. Das gucken wir morgen. Okay. Jetzt schlafen wir erstmal. Ja. Ja. Ah.
Kevin? Kevin, guten Morgen, oh. Aufstehen. Oh, was ist? Ja, komm, nur der frohe Vogel fängt den Wurm. Lass uns anfangen. Okay. Ah, Mann. Aber eine Frage habe ich da noch. Habe ich nicht gesagt, du solltest ihn nach Hause fahren gestern Abend? Bloß davon Spritsparhinter. Ich hab. Wer zahlt denn hier die Spritrechnung? Du oder ich? Ja, die von der habe ich. Naja, wenn du die Kohle brauchst, von wem kriegst du die Kohle? Von dir? Also, zahl ich. Kommt aufs Gleiche raus, ob du zahlst und du oder von mir die Kohle kriegst. Ich zahl. Ja. So. Habe ich nicht gesagt, er soll nach Hause und du sollst ihn nach Hause bringen? Weiß ich nicht, mehr so lange her. Ich wollte dir eigentlich einen Fuffi mehr geben, aber gut. Jetzt hast du bis nach hier hingefahren. Jetzt gibt's den Fuffi nicht mehr. Ey, na, guck mal, Geld gespart. Dafür bringe ich uns das Geld ein. So, pass auf. Ich würde Weizen verkaufen. Nö. Dass wir dann leere Anhänger haben. Wieso Weizen verkaufen? Weil wir noch viel im Lager haben und haben hier fast 50.000 drin. Ja, aber wie 50.000? 42, 40, irgendwas. 42.000 Liter, voll. Ja. Dann schaff den Mist weg und dann stell mir die Hänger unten an Feld 4 hin. Ich fahre mit dem Drescher jetzt runter. So war es gedacht. Schneidwerk? Ist hinten dran. Sehr schön. Musst aber aufpassen trotzdem, dass die Stroblage oben ist, rutscht das wie Schmierseife. Ja, weil das falsch drauf liegt. Das liegt falsch drauf. Okay. Da hat der Landhandel unten schon falsch drauf gemacht. Ja, eindeutig. Ich stehe mit dem Drescher auf dem Hof dann, ne? Stellt sie mit ja am Rand, am Feldrand hin dann bitte. Ja. Sehr schön. Praktikant vom Landhandel wären wir fast in den Fendt gefahren. Na, hätte er die Rechnung bezahlen dürfen. Ja. Ob ich die gleich mal frage, ob die wissen, ob die eine Tankstelle haben? Ne, ja, frag schon mal. Weil ich sehe nämlich auf der Karte nämlich keine. Aber ach, die sind ja schon lange hier, die wissen das bestimmt. Ja, warum? Was musst du denn tanken? Ja. Der Fendt oder was? Ja. Da kommt gut Geld rein. Ja. Da schaffen wir die Millionen noch. Oh Mann. Ist schade. Denk dran, wir haben noch einen Kredit, den wir zurückzahlen müssen. Ja, da, weiß ich. Da ist aber heute die Rate fällig. Trotzdem wäre es schön gewesen. Na?
So. Ach, guck mal, hier kommt. Hier kommt der Gustavo an. Der will dreschen. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, soll er das mal tun, ruhig. Dann fange ich nämlich schon mal drüben mit dem Pressen an auf dem Feld. Jo, mach das. So. Bin mal kurz beim Landtag. Ja, beeil dich nur wegen dem Drescher, ne? Sonst ist der gleich vollgelaufen. Jo. Der steht jetzt zwischen Feld 3 und 4 fährt der jetzt hoch und runter. Ja. Okay. La 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 la. Uah. 1,5 Monate noch, was? Ja, dann kommt unser neuer Trecker. Und zwar da, das grüne Monster. So, dann schnappen wir uns mal das große Monster hier. Dann koppeln wir den mal ab. Was ist das denn? So, hab einmal vollkommen wieder zu Feld 4. Jo, alles klar. Oh, die haben Stress hier mit dem Praktikant. Warum? Weil der nur A hat er nur Schwachsinn im Kopf und B versucht er den Plan einzutickern, was die machen sollen, und jetzt rennt er weg. Tja, jetzt weißt du, warum ich keinen Praktikanten will, sondern nur dich hab. Jo. So, ich hab den Johnny. Fährst du dann kalken gleich? Ja, ich fahr kalken und düngen. Genau, aber lass mich erst da. Nee, die Wiesen. Ach so, die Wiesen müssen. Ah, die Wiese da hinten. Die hast du aber. Ja, ach so, die Wiesen, genau. Und ich mach das Stroh dann jetzt, dann kannst du da nachher. Auch nochmal drüber, wenn wir dann drüber müssen. Ja, wenn die Ballen wechseln. Oder hast du einen Ladewagen? Nee, den hab ich jetzt noch nicht. Ich hab jetzt erstmal die Presse gerade geholt. Für ja. Stroh. Ja. So, und jetzt erzähl mir mal unter vier Augen, was war das gestern Nacht? Das wart also ihr beide doch am Schlosshotel da oben. Nein. Kevin? War mit der Ape nur bis unten bei Landhandel. Habe deine Ape da oben gehört. Denkst du, da fährt nur eine hier in dem Landwirt rum? Eine, die sich genauso anhört wie deine. Ja. Das denke ich. Ob du mir das glaubst oder nicht, aber ja. Also? Also? Was war jetzt? Was wäre, wenn ich's gewesen wäre? Nix, aber dann ist wenigstens. Dann war es ein lustiger Joke. Du warst auf jeden Fall oben. Weil die Ape habe ich in der Nähe vom Hotel gehört. Und der Elias war auch oben. Richtig? Ja, aber nee.
Was denn jetzt? Ja, ja oder nein? Gibt nur ja, ja, ja oder also, nein? Ja, der, ihr seid ja da hochgefahren zu dem Hotel und dann ist er zu mir gekommen, hat uns die Schippe und was noch? Schippe, die Gabelzange und das Gewicht gebracht. Mhm. Dann hat er mir geholfen, der ist hier ganze Schwarten, Bresten und die Ballen bei uns im Silo fahren. Okay. Und dann... Das war's dann auch schon für heute, meine Lieben. Ja, Samstagabend, das war's. Morgen Abend sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, unsere kleine Farm und Kevin packt aus. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.